Hallihallihallöchen, liebe Leute, wir öffnen heute Nummer 17. Top Nummer 17. Die Nummer 17 einfach ein Boxendruide ist. Die richtig coolen Boxendruide. Oh, langsam wird das Licht schlechter, merke ich. Ich glaube, ich kapiere. Ich habe jetzt kurz gebraucht, um zu schnallen, wie die Figuren da rankommen. So langsam wird das Licht wieder schlechter. Jetzt, wo draußen dunkel ist. Und wie spät ist es? Nein, nicht Fokus. Es ist gerade mal. Okay, 16:30. Gut, da kann dunkel werden. Gut, da stimme ich zu. Hallo. Hey, böses Video. Jetzt hast du. So, jetzt passt es wieder. Ich will keinen Fokus, keinen normalen Fokus, oder? Ich will Autofokus haben. Der trifft wahrscheinlich öfters besser und sonst muss ich sich jedes Mal drauf drücken. Hä, Autofokus schön. Autofokus ist eine schöne Sache. Jetzt muss ich aber mal kurz den Kalender zu mir ranholen und mal Lucky Lucky machen. So. Oh, okay. Ich sehe. Scheiße, wir brauchen die Hand als nächstes. Die kommt so hier rein. Dann kommst du so da drauf und dann kommst du so da drauf. Haha, fertig. Ich habe so viele kleine Mini-Ersatzteile dann, glaube ich. Und ich freue mich zumindest auf die Druiden-Ersatzarme. Das ist was richtig Cooles. Und der eine Schwertgriff, den ich noch über habe. Oder besser gesagt, ein paar mehr. Ich habe ja viele schwarze über. Das sind halt schon coole Teile. Den Rest, ja gut, das sind halt so kleine Futzelteilchen. Aber okay. Unser heutiger Kalenderöffnungsding. Ein Boxendruide. Schaut nicht schlecht aus, finde ich. Ja, gefällt mir. Kann man sehen lassen. So, reinputzen. Türchen Nummer 17. Ich hoffe, ich kann das jetzt sagen, ohne irgendwie schlecht dazustehen. Aber das ist ein lahmes Teil. Fokus, dem hier eine Rettungskapsel. Ich kann mir jetzt aussuchen, ob es die ist, wo C3P und R2D so auf Tatooine gelandet sind in Episode 4 oder ob es die Rettungskapsel aus der Clone Wars ist, aus Folge 1, glaube ich sogar, wo Yoda mit den Klonen landet, bei den Toitorianern oder so ähnlich, wo er damit es Ventress dann ab. Wo jetzt der Ventress mit dem König da eine Abmachung trifft. Und ja, er sagt, Yoda wird zur Verhandlung, ist er dort geflogen mit einer Fregatte. Und dann ist ja passiert, dass. Wie erklärt man das? Dann wurde die Fregatte abgeschossen von Druidenschiffen. Da ist Yoda nur mit 4 Klonen. Und er landet dort und gelandet. Das war richtig cool. Das war eins der ersten war das zweite Level bei Lego Star Wars 3, was man spielen konnte als in der Ventress-Reihe. Konnte man das auch spielen damals.
Das war auch ein richtig cooles. Ja, coole Szene. Yoda mit 4 Klonen den ganzen Ruinenarmee ausgeschalten hat. Ach ja, das war eine schöne Folge. Okay, heute ist wieder voll der Loot drin. Ach ja. Wie sehr ich den Kalender doch liebe. Heute sind 2 normale Geonosianer dabei. Jupp. Auch wieder ohne Flügel, also die geonosianischen Piloten sind es. Ja, und ich habe noch 2 Lichtschwerter drin gefunden. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Ui. Gut, beim Einlichtschwert kommen wir dann, wenn ich die Figur gefunden habe. Das heißt, es kriegt unser anderes Lichtschwert. Das eine davon ist noch dieses chromfarbene, also dieses ganz alte Lichtschwert. Ja, davon gibt es auch eine Figur, die wird jetzt wahrscheinlich dann in der 19 drin sein. Meiner Vermutung nach. Also am übernächsten Tag. Ich habe Figuren aufbauen. Gehe mal ein bisschen ran. Zoome mir ein bisschen, dass ihr es noch ein bisschen besser seht. Die Figuren. Ja. Also ich weiß ja jetzt nicht, die Rettungskapsel fällt weg, das ist, ja. Also ich sage jetzt mal, ich zähle die Box-Druide jetzt einfach mal als, nicht als Figur, sondern als, ja. Oder zähle ich ihn als Figur? Ich lasse einen Box-Druide als, es ist kein Minibild, also es ist eine Figur an sich. Als Figur hat er leider, ich finde es sogar immer noch cooler. Also der ist schon richtig cool gebaut, der schaut auch richtig erkennlich aus. Aber ich finde es sogar cooler. Genauso wie die Geonosianer, die haben auch nicht wirklich die Chance gegen die Ahsoka. Und ja, dann bleiben unsere Top-Kandidaten wieder die Top-Kandidaten. Also dann sehen wir uns das nächste Mal bei Türchen Nummer 18. Peace, Leute, es war cool, dass ihr dabei wart. Und tschüss.